Hallihallo und herzlich willkommen zum vierten Let's Play von Monster World Hunters. Ich mache mal ganz kurz mein Handy auf Flugmodus, nicht dass da wieder irgendwelche Geräusche kommen. So. Wir müssen jetzt wieder, nachdem wir im letzten Let's Play unsere Waffen und sowas geupdatet haben, müssen wir jetzt die großen Yagras weiter kaputt machen. Allerdings, ich möchte keiner Quest beitreten. Ich möchte eine neue Quest aufmachen. Und zwar die Großjagdrasjagd. Ja, die nehme ich mal an. Also was ich so ein bisschen nervig finde, ist, dass man hier irgendwie wohl online was machen muss. Allerdings habe ich keine PlayStation Plus Mitgliedschaft und auch das Neuanmelden am Spiel, also sprich einen Speicherstand laden, war ziemlich kompliziert, da es irgendwie alles mit online geht und Spiel suchen und hast du nicht gesehen oder Spiel erstellen. Das finde ich persönlich ein bisschen nervig. Ich mache mal ganz kurz mein Dachfenster zu. So, ich bin wieder da, stell Scharfkamera. Sehr schön. Deswegen, ich habe jetzt hier... Okay, anscheinend geht es jetzt. Genau, ich möchte zu der Quest aufbrechen. Wie weit man dieses Spiel offline solo spielen kann, weiß ich nicht. Werden wir aber sehen. Ich habe ein bisschen Schluck auf, deswegen rede ich so ein bisschen mit einem Frosch im Hals, aber es ist halb so wild. Ich hoffe mal, dass ich mich langsam ein bisschen mehr in das Spiel reinfinde. Gott sei Dank wird mir oben angezeigt, was ich machen kann. Lass uns mal loslegen. Du hast die Wildexpertin gehört und keine Zeit zu verlieren. Wenn du deine Freunde um Hilfe bitten willst, öffne das Menü und wähle Notleuchtzeichen aus, um sie zu rufen. Und du wirst sicher Freunde brauchen, wenn du gegen ein paar stärkere Monster kämpfst. Und genau da liegt der Hund begraben. Ich will dieses Spiel solo spielen und ich will dieses Spiel vor allen Dingen nicht online spielen. Damit die Spähkäfer ein Monster besser verfolgen können, brauchen wir eine Fährte. Zum Beispiel Fußabdrücke. Gut, du entdeckst viele Hinweise. Also wir creepen uns jetzt hier wohl durch. Ein bisschen Wassermoos noch mitnehmen. Haben wir hier Schleifspuren. Nehmen wir auch mit. Okay, wir haben eine Fährte gefunden, die gut genug ist, damit die Spähkäfer uns zum Großjagras führen können. Mit Hilfe der Fokuskamera verlierst du ein Monster weniger leicht aus den Augen. Okay, wie ziehe ich jetzt nochmal meine Waffe? Woppa! Weiche der Angriffen aus. Solche Treffer möchtest du nicht einstecken. Mr. Pink kriegt gerade von ihm auf die Schnauze. Halte dich an die Spähkäfer. Die führen dich direkt zu ihm. So, jetzt mal hier diesen Superschuss machen. Bam! Allerdings hält das Viech anscheinend richtig viel aus. Was mich auch ein bisschen stört, ist, dass ich keine Lebensanzeige von dem Gegner habe. Ich weiß nie, wie viel die noch brauchen. Ja, toll. Wirklich viel Schaden mache ich hier ja auch nicht. Also ich weiß nicht, wie viel Leben die haben oder sonstiges. Oder warum ich jetzt so komisch auf dem Boden lag. So, jetzt hagelt's hier erstmal Steine auf den. Oder was auch immer. Und dann geht's hier weiter gegen den Großjagras.
Ja, natürlich muss er jetzt kommen. Jetzt ist deine Chance, ordentlich Schaden anzurichten. So, wie war das nochmal hier mit dem Sprinten? Jetzt hat er gerade was gefressen. Alter. Der muss doch auch bald mal tot sein. Ja, außer Reichweite, toll. Hinterher! Stirb, du Sau! Wo ist er denn jetzt hier hin? Hallo? Aha. Jetzt können wir anscheinend weitermachen. So. Der soll sterben. Hoppa. Also ich brauche auf jeden Fall irgendwie eine Lebensanzeige gegen das Vieh. Weil Mr. Pink hat eine, ich habe eine. Aber mehr auch nicht. Na endlich! Das Monster bewegt sich nicht mehr. Das ist deine Chance. Jetzt geh doch aus dem Weg! Toll, jetzt habe ich den nächsten angegriffen. Ah, Mann. So, wie war das jetzt hier mit den Tränken? Erste Hilfe. Sehr schön. Hat zumindest was gebracht. Wo ist der Dicke jetzt? Da hinten. Stechkapsel ist eine mächtige Schleudermunition, die selbststarke Monsterpanzerung durchdringen kann. Mann! Also wir kämpfen hier wohlbemerkt schon 7 Minuten oder so gegen den, ne? Schau mal, das Monster ist fast am Ende. Ich kenne Endbosse aus anderen Games, die brauchen nicht so lange. Hinterher! Der humpelt aber schon, wenn ich das richtig sehe. So, jetzt aber. Jetzt gibt's aufs Maul. Oder auch nicht. Was macht der jetzt? Der sieht aus wie meine Katze, wenn sie kotzen muss. Ach, jetzt kommt da noch so ein kleiner. Jetzt kommen da sogar noch ganz viele kleiner. Komm schon, stirb!
Also so langsam kriege ich Hunger. Ich kämpfe schon gefühlt eine Stunde gegen den. Ups, hat er mich angekotzt. Komm, ich bin schneller. Ja. Na endlich. Holla die Waldfee. So, jetzt sieht man schon hier rechts, dass man innerhalb von einer Minute zur Base zurückgeschickt wird. Kann ich den looten? Ja. Na wenigstens etwas. Ich möchte aber auch jetzt noch die Kleinen hier killen. Einer weniger. So, den will ich jetzt aber auch looten. Hallo, looten. Vielleicht kann man die auch nicht looten. In 10 Sekunden muss ich hier weg. Looten. Ja, jetzt werde ich automatisch nach Hause geschickt. Ja. Quasi 10 Minuten Bosskampf in der dritten Quest. Ich glaube, wir haben eine Spur. Vielleicht. Gehen wir weiter. Du hattest recht. Ein Puke Puke. Etwas hat ihn aufgeregt. Seht mal da drüben. Was zum Geier ist das? So etwas habe ich noch nie gesehen. Ob das vom Sora Magdaros stammt? Ich würde es gern herausfinden. Aber wir sollten zuerst Bericht erstatten. In Ordnung? So. Nein, nichts verkaufen. Ich will das in die Objekttruhe alles machen, genau. Okay, mal schauen, was der Kleine... Achso, sehen wir gar nicht. Ich bin jetzt Jäger Rang 2. Mein Palico ist Stufe 4. Na gut. Ich denke, dann gehen wir jetzt, wenn wir wieder da sind, zum Schmied. Aber ich glaube, was diesen Sora Magdaros angeht, werden wir jetzt auch nochmal eine Zwischensequenz kriegen. Gehe ich mal von aus. Ladebildschirm ist auch, ja mein Gott, kann man jetzt drüber meckern, man kann es aber auch lassen. So, von dem her, warten wir da einfach mal ab, was da jetzt noch kommen wird. Bin aber nach wie vor nicht sehr begeistert von dem Spiel. Ich gebe ihm noch so 2, 3, 4 Let's Plays eine Chance, mich von den Socken zu hauen. Und dann nicht mehr. Aha, wir dürfen wieder übersetzen, also vorlesen. Also, ihr denkt, ihr habt etwas gefunden, das uns zum Sora Magdaros führen könnte. Ich würde ja sofort Forscher losschicken, aber nicht in einen wütenden Pukai Pukai in der Nähe. Pukai Pukai Gebiet, das liegt ziemlich tief im Wald, wir werden besser vorbereitet sein. Sobald unsere Mannschaft von der Ressourcenzentrale das Waldlager wieder aufgebaut hat, dann sind wir im Zug. Genau.
Bis dahin tun wir alles, um sie bei der Errichtung des Lagers zu unterstützen, an die Arbeit. Dann arbeiten wir mal. Ist, kannst du mit der Jagd auf den Puke beginnen. Wir gehen jetzt erstmal zum Schmiedi. Ich weiß nicht, wo die Ressourcenzentrale ist. Und schauen nochmal, was wir beim Schmiedi machen können. Und dann reden wir mit der Küperin. Soweit zumindest der Plan. Schmiede! Was soll ich herstellen? Für gute Forschung ist gute Ausrüstung nötig und für gute Ausrüstung braucht man gute Materialien. Also was hämmern wir dieses Mal zusammen? Wir gucken mal, was wir wir gucken erstmal, was wir schmieden können, weil schmieden ist irgendwie immer besser als verbessern. Klingt komisch. Also hier die haben 6 Verteidigung. Das Knochenset hier hat auch 6 Verteidigung. Das hier hat 8 Verteidigung. Wir haben hier bei denen aktuell 2 Verteidigung. Dann holen wir doch mal am End das Jagras-Set. Und bauen jetzt erstmal unsere Hüfte. Sehr schön. Genau, direkt ausrüsten. Was können wir hier noch? Wir haben hier Handschuhe. Die bieten uns 6, die bieten uns 8. Okay, mehr haben wir aber auch leider aktuell nicht. So, dass wir mal zurückgehen und schauen, ob wir unsere Waffe, eine Waffe verbessern. Hier, das ist unser Bogen. Erzbaum. In der Entwicklung. Also ich glaube, genau, der Eisenbogen 2 ist unser aktueller Bogen. Aber hier können wir nicht mehr machen. Knochenbaum. Unsere hat 108. Können wir den hier irgendwie entwickeln? Warte mal. Dann gehen wir mal auf Schmieden. Waffe schmieden. Bogen. Hä? Bogen. Hier. Genau, hier Jägerbogen. 5 Monsterknochen. Den können wir im Prinzip schon mal machen. Dann machen wir nämlich wieder ein bisschen mehr Damage. Und es kommt uns, glaube ich, nicht negativ im weiteren Spielverlauf. So, direkt ausrüsten. Ich hätte gerne irgendwie so eine Übersicht. Was können wir mit unserem Palico noch machen? Ah, nichts aktuell. Ah doch, wir haben jetzt Palico-Punkte. Und zwar aktuell haben wir das Lederset. Angriff 2. Guck mal, Jagras-Set können wir machen. Bumm. Einmal. So, was haben wir hier? Jagras Helm. Der bietet uns auch mehr Verteidigung. Was ist Legierung? Den machen wir auch. Dann geht es ihm schon mal ein bisschen besser von der Verteidigung her. Und er hält mehr aus und macht mehr Schaden. Und damit sollte die nächste Quest hoffentlich kein Problem sein. Möchtest du das ausrüsten? Ja, ich will. Der sieht witzig aus jetzt. Finde ich gut. Finde ich wirklich gut. Okay, dann latschen wir mal zum nächsten Questgeber. Und damit schließe ich auch schon das 4. Let's Play zu Monster Hunter ab. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt bei uns, den Spieletestern. Lasst uns ein Abo da. Kommentiert, was wir besser machen können. Schreibt uns, was wir niemals ändern sollen. Und wir labern dann im 4. Teil, 5. Teil von Monster Hunter World Let's Play hier bei uns, den Spieletestern, auf der PS4 mit der Küpferin. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Mein Name ist Chris. Wir sehen uns gleich.